Er könnte hinter dem Mond wohnen. Oder in der Steinzeit. Oder genau hier. Ulf ist verloren in Olpe. Och, keine Zeit. Ich schreibe gerade auf, was ich heute alles erlebt habe. So, fertig. Ach, der Postbote. Hallo Ulf, ja, ein Paket für dich. Jo, ich hoffe mal, das ist das trockene Brot, das ich bestellt habe. Trockenes Brot? Ulf, du hast endlich deinen Vater gefunden. Herzlichen Glückwunsch. Bei mir in der Scheune hält so ein komisches Vieh Winterstarre. Und das soll doch was zu beißen haben, wenn es wach wird. Ulf, damit hast du dir für deine Kutsche auf jeden Fall ein Herz für Tiere Aufkleber verdient. So viel steht fest. Das finde ich auch. Das soll ja nicht unterernährt sein, wenn ich jetzt schlachte. Sag mal, Postbote, was hast du mir denn nun heute mitgebracht? Eine Melkmaschine. Ach, Melkmaschine brauche ich nicht. Wir in Olpe sind da schon einen Schritt weiter. Wir machen das nämlich im Sitzen auf einem Schemel. Ja, komm mal mit. Und schon ist der Schemel voll. Das ist ja nun wirklich kinderleicht, ne? So, dann gehe ich mal zur nächsten Kuh. Ulf, du hast einen ausgestopften Wiesentbüffel in deiner Scheune? Das ist ja geschmacklos. Nee, das ist nicht geschmacklos, sondern echt. Weißt doch, das ist das Vieh mit der Winterstarre. Oh, die ist jetzt wohl vorbei. Ja, also ich geh dann mal. Ulf, danke für die Milch, Postbote. Also eigentlich... Ach, weißt du was? Hilfe! Sache dir immer. Olpe, hier musst du flink sein wie ein Wiesent, wenn du überleben willst.